Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute soll es ein bisschen um ein paar Tipps für die vierte Season zwecks T-Mog und auch Gieren gehen. Eigentlich wollte ich zwei unterschiedliche Videos machen, aber viele Sachen überschneiden sich. Dementsprechend packt man das hier so ein bisschen miteinander rein. Es geht jetzt hier nicht darum, in dem Gearing-Teil euch zu sagen, dass ihr im Mythic Raid das beste Gear kriegt, sondern hier geht es eher so vielleicht für das ein oder andere Twinkie-Giere, ne? Oder für Leute, die jetzt nicht so den Hardcore-Endgame-Content spielen, dass ihr im M-Plus und im Mythic Raid die besten Sachen kriegt, denke ich mal, wisst ihr. Aber wir wollen uns jetzt ein paar Sachen anschauen, auch mit Schwerpunkt auf ein bisschen T-Mog gesehen. Und ich würde sagen, da fangen wir gleich mal an. Wir sind einmal hier in Waldracken und zwar gibt es neue Händler, hier etwa auf den Koordinaten 77, 50 und das ist das erste, was wir uns einmal anschauen wollen. Und zwar können wir da jetzt in der vierten Season uns verschiedene Sachen holen. Wir haben einmal hier, glaube ich, drei Händler, dann haben wir hinten noch einen und hier nochmal zwei. Und die wollen wir uns jetzt erstmal anschauen, dann schauen wir uns später noch ein bisschen Timewalker-Stuff an, beziehungsweise mit Katalysator, was ihr reinpacken könnt, was ihr rauskriegt mit den verschiedensten Items. Und ja, was haben wir hier für Händler? Wir haben einmal Händler, die uns alle möglichen Schmuckstücke, Waffen sind dabei, verkaufen und theoretisch gibt es da dann auch noch so Special-Loot-Sachen, wie zum Beispiel hier bei dem Händler den Umhang aus Aberus, ne, der so ein seltener Loot ist. Hier zum Beispiel haben wir den. Also wir haben im Endeffekt den ersten Händler, der hat Gear aus Amidrasil dabei, also das sind quasi die ganzen Waffen und Trinkets aus Amidrasil. Die können wir kaufen für antike Bronzebarren und zwar brauchen wir zwei Stück. Diese Währung bekommt ihr immer aus den Raids, die aktuell quasi hier, ja ich wollte schon fast sagen fated, aber es heißt mittlerweile anders, erweckt sind. Das sind quasi die Raids, die aufgewertet sind. Aktuell ist es in der ersten Woche das Gewölbe, in der zweiten Woche wird es Aberus sein, in der dritten Woche ist Amidrasil dran. Wie funktioniert das Ganze? Naja, während die Sachen aufgewertet sind, droppen halt nicht die Items, ne, wie jetzt hier zum Beispiel Item Level 389 im HC-Modus, wie es am Anfang von Season 1 gedroppt ist, sondern es droppen dann die höheren Sachen. Und zwar sind die jetzt hier 506 oder im Mythisch sind die sogar 525. Diese ganzen Items, die da drin droppen, könnt ihr auch ganz normal upgraden, wie ihr seht, ne? Also die haben quasi Season 4 Status und können auch dementsprechend abgegradet werden. Und in diesen Raids, solange der Raid halt hier erweckt ist, können diese Teile droppen. Ihr kriegt mit jeder Woche einen Drop kriegen und die summieren sich auch auf. Heißt, wenn ihr wie ich, mit Main war ich jetzt aktuell noch gar nicht drin, mit Twinks habe ich das zum Teil schon gemacht, ihr die erste Woche keins von diesen Tokens geholt habt, könnt ihr in der nächsten Woche bis zu zwei holen. Wenn ihr in der zweiten Woche auch nichts gemacht habt, dann habt ihr in der dritten Woche könnt ihr bis zu drei holen. Also dieses Cap erhöht sich immer weiter. Bedeutet, ihr könnt jetzt auch sagen, ich mache da jetzt 10 Wochen nichts, geht nach 10 Wochen rein und holt euch die ganzen Teile, ne? Das ist euch überlassen, wie ihr das quasi macht. Und ihr könnt es halt, wie gesagt, in allen Schwierigkeitsgraden machen, immer nur dann, wenn sie erweckt sind. Ich war mit ein paar Twinks im LFR drin, habe immer 3-4 Bosse umgehauen und innerhalb von den paar Kills habe ich immer das Ding gekriegt. Also ihr kriegt es auch im quasi LFR-Modus. Ihr müsst da nicht im Normal HC oder Mythic raiden, um die Teile zu kriegen. Die Sachen, die ihr hier kaufen könnt, haben immer quasi Normal Item Level. Ihr seht, die sind 493 und die könnt ihr upgraden. Ihr könnt die um 12 Stufen upgraden, also das ist nicht nur ein Upgrade von Normal auf HC, sondern auch von Normal auf HC bis Mythic. Deswegen vermute ich weiß es nicht, aber die Vermutung liegt nahe, dass wenn ihr jetzt ein T-Mog-Sammler seid, dass ihr quasi, wenn ihr so ein Item im Normal kauft, das auf HC upgraden könnt, das HC-T-Mog kriegt und das dann auch mal auf Mythic upgraden könnt und das Mythic T-Mog bekommt. Heißt, ihr könnt dreimal T-Mog abgreifen mit einem Item. Ihr müsst immer zwei von den Marken zahlen, also ihr müsst 2 Wochen quasi an, ja, Loot opfern, in Anführungszeichen, um einen Teil zu kriegen. Und wie gesagt, ihr könnt es auch im LFR farmen mit den Twinks. Ja, zum Upgraden braucht ihr ganz normal die Wappen, die ihr auch benötigt bei allen anderen Items. Heißt, dann hier am Anfang wahrscheinlich Welpen, dann Würm, um es auf HC abzugraden und dann Aspekt, um das letzte auf Mythic abzugraden. Also die braucht ihr trotzdem, also wenn ihr mit dem Twink nur LFR läuft, wird es wahrscheinlich schwierig, weil ihr dann wahrscheinlich keine HC-Wappen, also die vom Würm habt und auch keine Mythic-Wappen, die vom Aspekt. Aber die könnte man ja theoretisch im
ja, im M-Plus farmen, wenn man das machen wollen würde. Genau, also hier haben wir, wie gesagt, dann den Händler, der hat alles vom Smaragdgrün vom Amirdrasil Hoffnung des Traums, so rum. Dann haben wir hier den Händler, der hat die ganzen Sachen vom Aberus. Wie gesagt, da sind neben Waffen und Trinkets auch zum Beispiel der Umhang dabei. Und hier der Letzte hat das ganze Zeug vom Gewölbe. Und hier sind halt neben den Trinkets und Waffen auch zum Beispiel dieser Ring dabei. Also diese ganzen super Special Items, die die Leute halt haben wollen, weil sie stark sind. Die sind halt auch immer zusätzlich dabei. Also da hat sich Blizzard tatsächlich was gedacht. Genau. Diese Währung könnt ihr aber nicht nur bei dem Händler hier verwenden, sondern ihr könnt sie auch bei dem Händler hier hinten verwenden. Und hier habt ihr jegliche Waffen aus allen Raids dabei. Also ich kann jetzt hier mal durchscrollen. Hier sind alle Waffen aus Aberus dabei, alle Waffen aus dem Amirdrasil und aus dem Vault. Es sind aber nicht die Waffen, die ihr anlegen könnt, sondern es sind alles kosmetische Items. Und ihr kriegt immer quasi die LFR, die Normal, HC und Mythic Variante. Also ihr kriegt alle vier Varianten. Und jetzt für die ID-Sammler ist es vielleicht interessant. Es sind neue IDs. Was bedeutet das? Es gibt ja immer das Aussehen von dem Item und dann gibt es noch zusätzlich quasi andere Items, die dasselbe Aussehen haben, aber eine andere ID. Wenn ihr jetzt ein ID-Sammler seid und jetzt zum Beispiel die Raid schon gelaufen seid, ihr habt einige Timok schon, ihr habt hier komplett neue IDs und da die vierte Season jetzt eine quasi ähnlich wie die vierte Season in Shadowlands ist und nur temporär verfügbar ist, vermute ich, dass diese Sachen rausfallen. Nach Ende von Shadowlands war es so, dass die Fated Raids rausgefallen sind. Jetzt ist es ja dasselbe Symbol sogar, ne, dasselbe System wie bei den Fated Raids, das heißt jetzt hier erweckt. Bedeutet, ich vermute, alle diese Sachen und auch die Währung wird man danach nicht mehr kriegen können. Heißt, wenn ihr diese IDs sammeln wollt, dann solltet ihr jetzt zuschlagen und mit einem Haufen Twinks immer ein LFR laufen, bis ihr diese Marken habt und könnt dann jede Woche quasi euch einen Teil kaufen. Ne? Wenn ihr kein ID-Sammler seid, ist es nicht so wild. Die Teile könnt ihr nach Shadowlands dann auch noch das Aussehen in den Raids so farmen. Man kann aber hier wesentlich einfacher das Aussehen kriegen, also würde ich auch als Nicht-ID-Sammler euch empfehlen, das zu holen. Mit Main würde ich die Marken vielleicht hier bei den Händlern ausgeben, wo ihr wirklich richtiges Gear kriegt. Bei den Twink, wo es euch jetzt vielleicht egal ist, wo ihr einfach nur ein bisschen in den LFR reineiert, um T-Mog zu bekommen, da würde ich hier die ganzen Sachen kaufen. Ich habe es mir mal grob zusammengezählt, aber jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich glaube, es waren über 200 Items. Es sind 10 pro Seite. Also wir haben quasi eine... Oh, warte mal, wir machen es jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22... Also 23 und ein bisschen was, also 200... 230 Items, die man hier kaufen kann, ne? Plus dann noch ein Specialiges, und zwar die Katze Jigglesworth. Das ist die, die man als Sonderbelohnung in der Fated Season in Season 4 Shadowlands bekommen hat. Und die kann man auch wieder kaufen, heißt, dafür müsst ihr halt dementsprechend 3 Marken zahlen. Genau. So viel zu der Geschichte. Genau, das war jetzt die erste Währung, die ihr hier angucken könnt. Übrigens, da diese Waffen hier eine neue, quasi eine neue ID haben, gibt es ja theoretisch dieselben Waffen hier und die haben aber die ID, die man ganz normal in den Dungeon kriegt. Ihr seht, hier von den Waffen habe ich auch schon einige gesammelt, ne? Weil ich die in den letzten Contents mir quasi schon geholt habe. Also die haben dieselbe ID wie die Waffen auch im Raid. Selbst wenn der Raid quasi erweckt ist, haben die Sachen dieselbe ID. Das Einzige, was eine andere ID hat, sind die Set-Bonis. Und da kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Und zwar ist es so, in der vierten Season ist es quasi von Blizzard so gemacht, dass man die Sets, die man jetzt hier hatte, neu bekommt. Und zwar wurde da ja vor der vierten Season eine Umfrage gemacht für jede Klasse, welches Set sie haben wollen aus der ersten, zweiten oder dritten Season. Und jetzt bei jeder Klasse wurde sich für ein anderes Set entschieden. Beim Druid war es, glaube ich, sogar das Set aus der Season 2. Ne? Ihr bekommt jetzt dasselbe Set nochmal. Die Sachen sind aber nicht kompatibel. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt zwei Items von Season 2 Set an und zwei Items vom Season 4 Set, die ja den gleichen Effekt haben, kriegt ihr nicht den 4er-Set-Bonus davon. Also ihr braucht wirklich 4 Teile vom Season 4-Set, dass ihr das neue kriegt, also vom neuen Item-Level.
Dementsprechend ist es auch so, jetzt für ID-Sammler vielleicht wieder interessant, wenn ihr die neuen Sachen aus der Season haben wollt und in den Katalysator euer Gear reinpackt, also die neuen Items, dann sehen die zwar gleich aus, also haben dasselbe Aussehen, aber haben wieder eine andere ID. Und das sind genau 4 Slots, und zwar Kopf, Schultern, Brust, Hände und Hose haben ein neues Aussehen. Wenn ihr Season 4 Gear in den Katalysator packt, was zum Beispiel aus dem Raid ist, und ihr packt es rein in den Katalysator, dann haben die zum Beispiel die Schuhe, Handgelenke, Rücken, also die ganzen Slots, wo kein Set-Bonus drauf ist, die haben keine neue ID. Ne? Also ich habe das schon mal ein bisschen rumprobiert im Katalysator. Wenn ihr jetzt so FOMO habt, wie es vielleicht ich auch habe, um da keine IDs zu verpassen, dann müsst ihr nicht die ganzen Gürtel und Handgelenke und so sammeln, sondern ihr braucht wirklich nur diese 5 Slots, wo halt wirklich der Set-Bonus drauf ist. Die haben eine neue ID. Wenn ihr kein ID-Sammler seid, dann kann euch das wurscht sein, dann sieht das genauso aus wie aus der jeweiligen Season, wo halt euer Klassenset ist. Und wie gesagt, das ist für jede Klasse anders. Also ich finde jetzt was, ne, aber DK hat zum Beispiel das aus der ersten Season, der Pala aus der dritten Season, der Druid wieder aus der zweiten Season. Das ist bei jeder Klasse anders, je nachdem, was die Leute gewotet haben. So, soweit jetzt zu... ich habe noch was vergessen. Halt, stopp, wir müssen nochmal zum Händler zurück. Ich wollte euch jetzt noch was wegen Timewalker zeigen, aber jetzt gucken wir erst nochmal. Ich habe noch 2 Händler vergessen, über die wir vielleicht noch ein Wort verlieren wollen. Und zwar, hier haben wir noch 2 Händler an der Ecke stehen. Und da haben wir es so, dass einer von beiden Händlern, der hat quasi Items, die ihr kriegt, erweckt das Mal der Meisterschaft. Und dieses erwecktes Mal der Meisterschaft bekommt ihr pro Char einmal pro Season. Und das kennen wir aus den letzten Seasons schon. Ihr müsst dafür eine Heldentat abschließen. Und ich habe jetzt die aus der 4. Season noch nicht gemacht, weil ich die Season, also die erste Woche jetzt nur Timewalker gespielt habe, wegen Themogründen. Aber ich kann auch die aus der 3. Season zeigen. Und zwar, aus der 3. Season ist es so, dass ihr quasi ein gewisses Rating auf im PvP haben müsst. Ne, das ist, glaube ich, 1600. Oder ihr habt ein gewisses Rating im M+. Das ist in dem Fall, ich glaube, das 2K-Rating war es. Hier wird es jetzt ein bisschen anders sein, weil ja jetzt nur noch die 10er-Keys quasi die Höhe sind. Da weiß ich es jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, aber ihr braucht ein gewisses M+-Rating. Oder ihr haut im HC einen von den erweckten Bossen um. Ne? Jetzt hier in der ersten Woche ist es quasi Razagast, den müsst ihr... Oder halt den Raid müsst ihr halt klären, inklusive Razagast, dass ihr die Voraussetzung habt. Ihr könnt wahrscheinlich dann auch nächste Woche Aberros machen oder übernächste Woche Amidrasi, das bleibt sich dann relativ gleich. Da kriegt ihr dann dieses Token. Daraus bekommt ihr quasi dann ein Item, und zwar könnt ihr euch aussuchen, ob ihr quasi eine HC Brust, Hände, Kopf, Beine oder die Schultern haben wollt. Oder ihr könnt auch die PvP-Version nehmen. Die hat halt das PvP-Aussehen und skaliert dann auch hoch fürs PvP-Item-Level auf 528. Ne? Könnt ihr aber für PvE, glaube ich, nicht so weit upgraden wie dann die quasi HC-Version. Ne? Also da müsst ihr halt überlegen, ob ihr lieber PvP spielt oder PvE. Oder für mich wieder interessant, welches Themog ich mir eher holen werde. Soweit ich es aber sehe, ist es diesmal nicht das Elite-Set, das ihr kriegt. Bei den letzten Seasons war es ja immer das Elite-Set vom Aussehen her. Diesmal ist es anscheinend ganz normal das Gladiator-Set, so wie es aussieht, zumindest vom Aussehen her. Genau. Gut, und dann haben wir noch einen letzten Händler hier, der noch interessant ist. Und zwar haben wir einen Händler, der verkauft auch Set-Teile. Und zwar für erweckte Temposteine. Und diese Temposteine gibt es in 4 verschiedenen Ausfertigungen. Einmal in erweckt Schlachtzugsbrowser, dann normal erweckt, dann gibt es erweckt heroisch und erweckt mythisch. Und naja, das ist auch wieder wie in den letzten Raids. Wenn ihr quasi den Endboss umhaut, solange der erweckt ist, kann der halt diese Steine droppen. Ne? Und selbsterklärend, LFR droppt halt im LFR, Normal droppt halt im Normal, HC droppt halt im HC und so weiter. Und wenn jetzt zum Beispiel die anderen Raids, jetzt komme ich nochmal zurück, wenn jetzt hier Aberros zum Beispiel erweckt ist, ne, also hier unten, wenn ihr runter scrollt, seht ihr dann immer den extra Loot, Season 4, ne, und da ist der dann halt auch dabei. Wenn wir jetzt hier auf Sakaras gehen, seht ihr, da haben wir auch wieder den Stein.
Aber halt wie gesagt, nur wenn es erweckt ist. Ne? Solange es nicht erweckt ist, ist das Item-Level hier niedriger angezeigt. Sobald er erweckt ist, geht das halt hoch. Aber den Sonderloot der vierten Season, der wird hier trotzdem unten angezeigt. Genau. So, und ja, die Dinger könnt ihr halt, wenn ihr Glück habt, so oft kriegen, wie ihr halt den Boss umhaut, ne, wenn ihr ein bisschen beim Würfeln Lack habt. Und da könnt ihr auch euer Set zusammen kaufen in den verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Genau. So, jetzt gucken wir uns noch zwei andere Sachen an, die ich euch zeigen wollte. Einmal wegen Timewalker, das ist so ein bisschen ein kleiner Tipp, den ich die Woche euch geben kann. Und dann noch den Katalysator oben, in was sich welche Sachen quasi umwandeln. Das wollte ich auch noch so ein bisschen drauf eingehen. Und zwar, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Die Woche ist Burning Crusade Timewalker und ihr könnt aus mehreren Quellen Loot mitnehmen, den ihr auch in den Katalysator packen könnt. Sowohl, um euren Char ein bisschen besser zu gieren, als auch um natürlich wieder ein bisschen T-Mog mitzunehmen. Und dazu gibt es jetzt hier in Shadrath, sowohl für die Horde als auch die Allianz, zwei Optionen. Einmal gibt es hier diese Zwergendame, da könnt ihr den Schwarzen Tempel anmelden und sie hat auch eine Quest. Wenn ihr die Quest abschließt, kriegt ihr aus der Kiste ein HC-Item-Level-Teil raus. Und zwar, das ist das hier. Ihr seht, Zeitwanderung, The Burning Crusade, Schwarzer Tempel. Und das ist auf dem Helden-Track quasi. Also ihr könnt es auf Mythic-Item-Level upgraden, wenn ihr die entsprechenden Wappen habt. Und Base-Item-Level hat es halt 506. Ich glaube, das kann auch schon ein bisschen hochprocken noch auf vielleicht 2 von 6 oder so, wenn ihr Luck habt. Aber das kriegt ihr im Endeffekt, wenn ihr die Quest abschließt. Die Quest beinhaltet einfach nur Illidan umzuhauen. Ihr könnt quasi mit einer Gruppe hier den Schwarzen Tempel im Timewalker queuen. Der ist auch relativ easy gescaled, also ist gar kein Stress. Oder ihr sucht euch einen Skip ran und dann geht ihr hier bei klassischen Schlachtzügen rein. Schauen wir mal, ob gerade einer drin ist. Genau hier, Timewalker Skip Illidan. Einfach queuen, da kommt er direkt zu Illidan. Das ist eine Sache von 10 Minuten, den haut er um, gibt die Quest ab, habt euer HC-Item. Ne? Dafür müsst ihr auch kein Gear haben. Da könnt ihr auch einen komplett neuen Char haben, der kein Gear hat, weil das ist eh Timewalker, ihr skaliert eh runter. Ne? Also das ist vollkommen egal. Dann könnt ihr euch quasi euer HC-Teil holen. Und wenn ihr es in den Katalysator packt, wird es auch zu einem HC T-Mog Teil vom neuen Set. Und wie gesagt, das neue Set hat ja eine neue ID. Also das ist interessant. Es gibt noch eine zweite Quest. Da müsst ihr 5 Dungeons abschließen. 5 Timewalker Dungeons. Die bekommt ihr in Waldracken einfach hier vorne an dem Brunnen. Da können wir jetzt auch gleich nochmal hingucken. Hier ist der Händler. Dieselbe Quest ist aber so, was viele nicht wissen. Wenn dann ihr macht 5 Timewalker Dungeons oder ihr haut 5 Bosse in dem Raid um. Ne? Also ihr könnt auch bei einer Gruppe mitgehen, die quasi in den Full Run läuft und dann habt ihr die 5 Bosse auch. Oder ihr haut halt Illidan um und geht dann noch 4 Timewalker Dungeons. Aus dem Beutel bekommt ihr einen Normal Item Level Item und ich meine, jetzt bin ich gerade am überlegen, welches ich da rausgekriegt habe. Ich glaube, ich habe nicht die Brust rausgekriegt. Die Brust ist bei mir an sich gedroppt. Also ihr seht, von Illidan, ne, den man ja umhauen muss für die Quest, habe ich das Item gekriegt. Für 93 ist das. Und die restlichen Bosse in dem Timewalker droppen auch für 93. Das müsste Normal Item Level sein. Das könnt ihr auch wiederum wieder in den Katalysator packen und ein Set rauskriegen, wo ihr dann Normal T-Mog bekommt. Jetzt bin ich am überlegen. Ich meine, aus der Quest, wo man diese 5 Raid-Bosse oder 5 Dungeons abschließen muss im Timewalker, habe ich die Hose gekriegt. Da kriegt ihr nämlich ein Item nicht dann aus dem Timewalker-Pool, sondern ihr bekommt ein Item aus dem Dungeon Raid Pool. Heißt, wenn ihr T-Mog farmen wollt, ist das auch nicht schlecht. Und fürs Gieren ist es auch eine schicke Sache, quasi einfach für Timewalker Content schon mal einen Normal Teil zu kriegen. War jetzt bei mir 502er Item Level, was ich da rausbekommen habe. Zusatzinfo noch, wenn ihr die Timewalker Dungeons macht oder halt den Raid, dann kriegt ihr ja auch Marken. Und zwar die hier, die zeitversehrten Abzeichen. Und da könnt ihr euch Gear kaufen bei dem Händler. Und das Gear ist für 50, das ist jetzt nicht berauschend. Das werdet ihr wahrscheinlich, vielleicht für den einen oder anderen Twink ist es nett, für den Main eher ungünstig. Aber ihr könnt diese Sachen in den Katalysator packen. Und zwar Kopf, dann eine Hose, die Umhänge. Ihr könnt einfach für 25 Marken die Sachen kaufen und könnt die in den Katalysator packen. Und da wird es halt interessant, weil wie gesagt, das ist auch jetzt aus der vierten Season Gear und ihr kriegt die neuen IDs daraus. Und wenn ihr damals, jetzt in den letzten Season, die Aussehen noch nicht gefarmt habt und kein ID-Sammler seid, kriegt ihr natürlich auch das Aussehen. Ne? Könnt ihr halt einfach beim Händler für ein paar Marken kaufen.
jeder von euren Twinks, wenn ihr da einige habt, kriegt ja pro Woche eine neue Aufladung vom Katalysator. Und dementsprechend könnt ihr da relativ viele Set-Teile rauskriegen, einfach nur, indem ihr da ein paar Dinger kauft. Kauft euch am besten die Hose und den Kopf am besten schon mal vor und vielleicht auch den Umhang oder Gürtel, wenn ihr da den Tiermog auch noch braucht, legt ihn ins Inventar und die nächsten Wochen könnt ihr mit den Chars, wo ihr jetzt nicht wirklich spielt, wo ihr einfach nur das Tiermog haben wollt, das immer wieder in den Katalysator reinpacken. Die Quest für die 5 Bosse gekillt gibt es übrigens bei dem Typen hier, ne? Also das nur so am Rande. So, jetzt sind wir fast durch mit dem, was ich euch zeigen wollte. Jetzt fliegen wir noch einmal hoch zum Katalysator. Und zwar will ich euch da ein paar Sachen zeigen, was dann rauskommt. Was ich euch auch noch empfehlen kann, die Open-World-Geschichten wurden jetzt auch vom Item-Level ein bisschen erhöht. Also ich habe mal den World-Boss unter anderem umgehauen. Da habe ich jetzt ein 499er-Item gekriegt, was fast Normal-Item-Level ist. Das ist einmal das hier. Und für diese ganzen Geschichten, die wir jetzt bei den erweckten World-Quests beziehungsweise erweckten Quests und erweckten World-Bossen macht, bekommt man immer so eine Zusatzkiste. Und da gibt es jetzt 480er-Gear, beziehungsweise es kann auch anscheinend bis auf 489 procken. Also diese Kiste, das ist so eine Sturmkiste, die habe ich sowohl gekriegt, als ich den World-Boss umgehauen habe. Die habe ich bekommen, hier gibt es ja die Weekly-Quest, wo man quasi eine wöchentliche Aufgabe machen muss. In der ersten Woche ist halt, wie gesagt, der Season-1-Content erhöht von der Itemstufe und dafür für die Quest muss man einmal hier dieses Tusker-Suppenmahl mitmachen und man muss einmal die Festung angreifen, ne? Also wie heißt die Drachenfluch-Festung und bei allen diesen Aktivitäten habe ich nochmal so einen Zusatzsack gekriegt, wo man 480er-Item-Level rauskriegt. Für die ein oder anderen Twinks ist es vielleicht nicht schlecht, vor allem mit dem Hintergrund, wenn ihr jetzt zum Beispiel in den erweckten Raids Temok farmen wollt, ihr braucht 463er-Item-Level, um euch bei den LFRs anzumelden und dann ist das schon gar nicht schlecht, gepaart vielleicht mit dem Timewalker-Gear und den ganzen Geschichten, wo ihr aus den Kisten rauskriegt. Also es ist ja alles trivialer Content, den ihr mit Low-Level-Twinks machen könnt und dann könnt ihr die so ein bisschen gieren mit, genau. So, jetzt gucken wir uns noch den, hier den Dings an, den Katalysator, was wir reinpacken können. Achso, jetzt habe ich das Timewalker-Gear nicht mitgenommen, aber wie gesagt, das könnt ihr auch reinpacken, ne? Und wenn wir jetzt mal gucken, zum Beispiel hier diese Brust, ne, die ist 493 jetzt von dem Timewalker Raid, da kriegen wir jetzt das T-Mog aus dem Normal raus. Ne, und das ist auch das Neue aus Season 4, ne, die neue ID. Ich habe die jetzt schon, weil ich mit allen meinen Chars auf dem Account quasi bei Illidan schon war und die ganzen Sachen hier schon reingepackt habe. Beim Main spare ich jetzt mal meine Aufladung, aber zum Zeigen wollte ich es euch mal reinpacken. Genau, also da kriegen wir quasi die neue ID raus. Die Hose hier ist das gleiche, da kriegen wir auch Normal raus. Wenn wir jetzt der Gürtel geht nicht, okay, den kann ich hier nicht reinpacken. Aber die ganzen Sachen, die sind Open-World-Geschichten, wenn ihr da guckt, die sind jetzt nur 480er-Item-Level und die bringen uns LFR. Also wenn ich die hier reinpacke, dann würde ich das LFR-Set kriegen, da kriege ich auch das LFR-Set, ne? Also theoretisch könnt ihr über die Open-World-Geschichten schon mal LFR-Set holen und über diese Timewalker-Belohnungen dann dementsprechend das Normal-Set. Und über die Raid-Quest, wo ihr dann das HC-Teil kriegt, da kriegt ihr auch das HC-Item-Level. Den Gürtel kann ich jetzt aber irgendwie blöderweise nicht reinpacken. Also da kann ich es euch schlecht zeigen. Aber ich habe mit einem anderen Char eine Brust gekriegt, beziehungsweise einen Kopf. Den konnte ich da tatsächlich auch reinpacken und habe dann das HC-T-Mog auch bekommen. Genau, soweit so gut. Dann noch so vielleicht ein kleiner Zukunftsausblick. Ich vermute jetzt mal, ne, dass in den nächsten Wochen, wenn jetzt zum Beispiel Abaros quasi fated wird, dass man dann für die Weekly-Quest hier Forscher unter Feuer spielen muss und wahrscheinlich auch das Zeit-Event. Und ich schätze, dann wird hier auch das Item-Level erhöht. Ne? Das ist ja jetzt aktuell nicht so weit erhöht wie die besonderen Aktivitäten aus der ersten Season. Ich vermute, jetzt wird mit jedem weiteren Zyklus immer der jeweilige Content der Season erhöht. Und dementsprechend hat man dann wahrscheinlich dieses Grund-Item-Level von 480, was man durch die Sachen bekommt. Juti, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Ich dachte mir, ich tue jetzt meine so ein bisschen T-Mog-Erkenntnisse, die ich mir schon rausgezogen habe, beziehungsweise vielleicht auch für den einen oder anderen fürs Gieren interessant, mal euch ein bisschen zusammentragen. Ich denke mal, wenn jetzt die Season ein bisschen weiter fortgeschritten ist, man noch ein bisschen mehr
im Detail quasi weiß, was wie wo funktioniert, dann werde ich nochmal ein ausführlicheres Video machen, aber das war jetzt schon mal so der erste Vorgeschmack auf das Ganze. Und kleine Randinformation, das nächste Time Walker ist auch bald wieder. Also wir haben am 15. Mai ist Red of the Lich King Time Walker, da kann man natürlich auch selbiges wieder machen mit Raid-Kiste, mit Dungeon-Kiste und diesen ganzen Gedöns. Also könnt ihr auch für die Twinks wieder einiges an Teamwork holen, beziehungsweise auch fürs Gear, denke ich mal, was ganz nett ist. Juti, dann sind wir soweit durch. Falls ihr jetzt noch irgendwas habt, wo ihr sagt, ah, Tila, da und da, da könnt man auch noch gut was rausholen, schreibt es gerne in die Kommentare. Helft mir, beziehungsweise der Community. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tila, bis dahin. Ciao.